Unsere Homecomputer waren damals, neben der Tatsache, dass sie die ersten erschwinglichen Computer überhaupt für zu Hause waren, vor allem eines: exquisite Spielemaschinen. Und so saß man nun vor seinem Commodore Atari Sinclair Schneider Amiga oder wie auch immer die Kiste hieß und spielte sich von Level zu Level immer den nächsten Highscore im Blick. Und das sehr zum Missfallen der ach so gelehrten Volkspädagogen. Von Vereinsamung war die Rede. Ich nenne es die Möglichkeit, auch alleine glücklich zu sein. An den Begriff Multiplayer war freilich noch nicht zu denken, war auch völlig unnötig, denn die eben genannten Homecomputer boten ja beinahe allesamt die Möglichkeit, mindestens zwei Joysticks anschließen zu können und, das hob sie gegenüber den gleichaltrigen Spielekonsolen hervor, einige Spiele erlaubten sogar noch weitere Spiele, welche die Tastatur, hatte ja so eine Konsole nicht, zur Steuerung nutzen konnten. Allein der damalige PC sah bis in die 90er Jahre noch sehr blass aus. Joystick-Anschluss, ja, nicht ohne Zusatzhardware. Und jetzt versuche ich mal den Bogen von den Spielen zum Thema der heutigen Folge zu bekommen. Bei einem Spiel wie Street Fighter macht es durchaus Sinn und ist unabdingbar, dass beide Spieler vor dem gleichen Monitor sitzen und das komplette Spielgeschehen einsehen können. Es gibt aber auch Spiele, bei denen dies total bescheuert ist, wie etwa bei Strategiespielen oder meinem heutigen Beispiel, dem Ego-Shooter Alien Breed 3D, welches man neben dem Singleplayer-Modus auch einwandfrei gegeneinander zocken kann. Dazu muss man sich nicht mal in der gleichen Stadt befinden. Hat man einen analogen Telefonanschluss, wie es leider heute kaum noch üblich ist, braucht man nur ein kleines Kästchen an den Computer anschließen und schon kann man das betreiben, was man damals mit Datenfernübertragung beworben hat. Neben all dem sachlichen Klang steckt da freilich auch die Möglichkeit dahinter, es für Spiele zu nutzen. Es wird aber nicht nur um Spiele gehen, sondern diese Folge ist in der Hauptsache eine Hommage an die Vorgänger von Local Area Network und dem Internet. Hier ist der Chips 22, Modem und Null Modem. Vor das Zocken hat der liebe Gott das technische Verständnis gesetzt. Naja, und gottlos wie wir heute nun mal sind, stimmt dieser Spruch für die heutige Zeit nicht mehr so ganz. Wollte man aber in der Prä-Internet-Ära, also so vor 1994, zwei Computer miteinander verbinden, so musste man durchaus wissen, was man da tut. Glücklicherweise lieferten die meisten Rechner bereits eine sogenannte serielle Schnittstelle mit, welche auch als RS-232-Schnittstelle bezeichnet wird. Einzig die technische Ausführung, also was die Form des Anschlusses betrifft, variierte noch von Hersteller zu Hersteller. In unserem Beispiel hier sehen wir einen alten Bekannten, den Amiga 1200. Die komplette Amiga-Familie hat als Standard einen 25-poligen D-Sub-Anschluss an der seriellen Schnittstelle. Wobei man beim Amiga 1000 aufpassen muss, hier ist die serielle Schnittstelle als Female ausgelegt, während sie bei allen anderen Amigas als Male ausgeführt ist. Im Laufe seiner ewigen Evolution hat sich beim PC die neunpolige D-Sub-Mail-Variante für die serielle Schnittstelle durchgesetzt, wobei man bei aktuellen PCs diese Schnittstelle nicht mehr antreffen wird, sie wurde weitestgehend durch USB ersetzt. Wir wollen jetzt mal zwei Computer über ihre seriellen Schnittstellen miteinander verbinden und wir machen das Ganze systemübergreifend. Ein relativ neuer Windows 7 PC und unser A1200 sollen sich nun etwas näher kommen. Wenn ihr den folgenden Testaufbau nachbauen wollt, braucht ihr ein sogenanntes Null-Modem-Kabel mit auf der einen Seite einem 25-poligen und auf der anderen Seite einen 9-poligen D-Sub-Anschluss. Es muss wirklich ein Null-Modem-Kabel sein, kein Modem-Kabel. Mit dem funktioniert das Ganze nämlich nicht. Was die Leitungslänge angeht, so gilt die Regel, so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Je länger ein Null-Modem-Kabel ist, desto störanfälliger ist es auch. Ich habe mit Kabellängen bis 2 Meter bisher keine Probleme gehabt.
Vereinfacht dargestellt funktioniert ein Nullmodemkabel wie eine Telefonverbindung. Es gibt auf beiden Seiten einen Sendekanal TX und einen Empfangskanal RX. Das Nullmodemkabel vertauscht diese beiden Kanäle gegeneinander, sodass die Signale, welche Computer A über seinen TX-Ausgang schickt, am RX-Eingang von Computer B landen und andersherum. Die Computer können sich also nur mit Hilfe eines Nullmodemkabels verständigen. Damit wir dies auch sehen und etwas damit anfangen können, benötigen wir Software, die uns das Ganze visualisiert. Das simpelste dafür ist ein Terminalprogramm. Für den Amiga habe ich hier das Terminalprogramm NCOM aus dem Aminet heruntergeladen und installiert. Es ist hübsch klein, hat die notwendigsten Funktionen mit dabei und kann ab Kickstart 1.3, also im Prinzip auf jedem Amiga, betrieben werden. Es ist also auch durchaus was für Amigas im Schneckentempo. Auf modernen Windows-PCs findet man leider kein Terminalprogramm mehr. Lange Zeit gab es in Windows das Hyper-Terminal, doch man war offensichtlich der Meinung, dass diese einfache Technik nun endgültig ausgedehnt habe. An uns hat dabei wohl niemand gedacht. Demzufolge brauchen wir also auch auf der PC-Seite ein Terminal-Programm und ich habe mich hier für ZOC oder ZOC entschieden. Und das aus keinem besonderen Grund. Ich habe einfach nach einem Terminal-Programm für Windows gegoogelt und da kam es mir eben über den Weg gefallen und ich fand's ganz gut. Natürlich braucht euer PC eine serielle Schnittstelle. Mein Rechner hier hatte glücklicherweise noch eine echte RS-232 Schnittstelle on board, aber der ist auch nicht mehr der allerneueste. Wenn ihr so eine Schnittstelle nicht haben solltet, dann versucht es doch mal mit so einem USB auf Serialadapter. Manche davon laufen sogar stabil. Ich bin allerdings kein großer Fan davon, aber für Hobbyzwecke sollte es erstmal reichen. Damit die beiden Rechner miteinander richtig kommunizieren können, müssen sie in der gleichen Geschwindigkeit und derselben Sprache miteinander sprechen. Da geht's den Computern wie den Leuten. Beim Amiga gehen wir dazu in die Prefs der Workbench und hier in Serial. Die Übertragungsgeschwindigkeit stellen wir zum Testen auf 9600 Baud. Dabei sollte man sich nicht irreführen lassen und annehmen, dass Baud das gleiche bedeutet wie Bit pro Sekunde. Diese beiden Einheiten sind zwei Paar Stiefel. Mit den Baud an sich kann der Endanwender wenig anfangen, sodass man am besten mit seiner vorhandenen Hardware später austestet, am besten während einer Dateiübertragung, wie schnell die gewählten Baud denn nun in Kilobyte pro Sekunde sind. Eins ist jedoch sicher. Mehr Baud bedeutet höhere Geschwindigkeit, bedeutet jedoch auch höhere Störanfälligkeit. Daher gehen wir erstmal auf relativ sichere 9600. Im Zusammenhang mit den seriellen Anschlusseinstellungen liest man oft als Standard 8N1. Dahinter verbergen sich die am häufigsten verwendeten Werte 8 Datenbits, 0 Parity Bits und 1 Stopp-Bit. Einfach erklärt sich das so: Wenn eine Datenübertragung starten soll, kommt zunächst ein Startbit, welches dem anderen Computer signalisiert: Hallo, aufwachen, hier kommt jetzt was rüber zu dir. Darauf folgt ein Zeichen, Buchstabe, Zahl oder Sonderzeichen in Form von 8 Datenbits. Keine Parität bedeutet, dass die Datenübertragung ohne Prüfung stattfindet. Zum Schluss kommt noch ein Stopp-Bit, welches signalisiert: So, das war's, kannst dich wieder hinlegen. Bei Handshake stellen wir RTS-CTS ein. Es dient zur Kontrolle des Datenflusses auf Hardwarebasis. Das andere verfügbare XON-XOFF ist die Flusskontrolle auf Softwarebasis und birgt die Tücke, dass man bei der Datenübertragung nicht die Zeichen verwenden darf, welche zur Flusskontrolle verwendet werden. Da wir nicht wissen, welche das sind, wir also nicht wissen, welche Zeichen wir meiden müssen, nehmen wir einfach RTS-CTS und somit sind wir auf Nummer sicher und haben alle Spatzen gefangen. Auf der PC-Seite müssen wir für den COM-Anschluss, also die serielle Schnittstelle, die gleichen Einstellungen vornehmen. Es kann gut sein, dass man bei neueren Systemen statt RTS-CTS nun auf RFR-CTS trifft. Dies kann man getrost als dasselbe ansehen.
Zum Verbinden der beiden Rechner sollte man sie sicherheitshalber abschalten. Ich habe zwar schon zigmal eine Null-Modem-Verbindung im laufenden Zustand hergestellt und wieder getrennt, aber man muss bei unseren alten Schätzchen ja nichts riskieren. Zusätzliche Treiber brauchen wir nicht. Wir bewegen uns jetzt auf der untersten Hardware-Ebene. Da funktioniert alles direkt und ohne irgendwelche Aufarbeitung. Jetzt starten wir auf beiden Rechnern die Terminal-Programme. Wenn man Programme wie NCOM und ZOCK verwendet, welche selbst nochmal Zugriff auf die Konfiguration des COM-Ports nehmen, so muss man im Programm selbst auch nochmal dafür sorgen, dass die gleichen Einstellungen vorliegen. Man könnte sich dann sogar die zuvor durchgeführten Porteinstellungen in den Prefs bzw. in der Systemsteuerung sparen. So, nun funken Amiga 1200 und PC auf gleicher Wellenlänge. Was wir nun hier vor uns sehen, sind die Terminal-Fenster. Hierüber sehen wir jetzt 1:1, was auf dem seriellen Port so los ist. Momentan ja nicht viel. Damit was los ist, geben wir jetzt mal einen Text auf dem Amiga ein. Was ist denn das? Irgendwas falsch gemacht? Irgendwas kaputt? Amiga aufgehängt? Nein. Schauen wir rüber auf den PC in das dortige Terminalfenster. Da steht unser Text, den wir eben eingegeben haben. Ich klimper mal noch ein bisschen was auf der Amiga-Tastatur rein und ihr seht, der eingegebene Text erscheint im Terminalfenster des Windows-PC, nicht aber im Terminalfenster des Amiga. Andersherum funktioniert es auch. Ich tippe ein bisschen was auf der PC-Tastatur und schwupps. Der Text erscheint im NCOM-Terminalfenster auf dem Amiga, nicht aber bei ZOCK auf dem PC. Woran liegt das? Vereinfacht gesagt ist das Terminalfenster die Hörermuschel unserer bildlichen Telefonverbindung und die Tastatur das Mikrofon. Der Amiga spricht sozusagen den eingegebenen Text ins sprichwörtliche Mikrofon seiner TX-Leitung und der PC hört dies auf seinem Hörer seiner RX-Leitung und zeigt es an. Beim Telefonieren will man sich ja selbst auch nicht hören. Oder wenn es passiert, wird es zumindest als sehr störend empfunden. Möchte man aber nun auf dieser Hardware-Basis einen kleinen Chat betreiben, so wäre es schon sinnvoll zu sehen, was man selbst so tippt. Und dafür gibt es die Funktion Local Echo oder lokales Echo. Wird dies aktiviert, können wir nun auch sehen, was wir selbst eingeben. Man sollte diese Funktion aber wirklich nur zum Chatten einschalten. Für Steuerungsaufgaben, welche man ebenfalls mit dem Terminalprogramm durchführen kann, ist die lokale Echo-Funktion eher lästig, denn dann werden alle Zeichen doppelt ausgegeben. Dieser kleine Chat hier ist zwar ganz nett, macht aber nicht viel Sinn. Wenn man eine lokale Verbindung hat, also sowieso schon nebeneinander sitzt, warum dann miteinander chatten? Ist vielleicht bei einer Beziehungskrise ganz gut, aber normalerweise braucht man das nicht. Was aber durchaus Sinn machen kann, ist die Möglichkeit, auf dieser Basis Dateien übertragen zu können. Unser Programm NCOM bringt das Transferprotokoll Xmodem CRC mit. Damit wir Dateien austauschen können, muss unsere Gegenstelle, also ZOCK auf dem PC, ebenfalls auf Xmodem CRC eingestellt werden. Und dies geht recht komfortabel.
Jetzt können wir per Transfer und Upload unserer Gegenstelle eine Datei anbieten. Bevor es zu einem Timeout kommt, müssen wir nun auf der Gegenstelle per Transfer Download die angebotene Datei abholen. Dazu geben wir noch an, unter welchem Dateinamen sie gespeichert werden soll. Und da zappeln die Bits schon durch die Leitung. Wahnsinn Speed! Schauen wir mal nach, ob unser Bild auch wirklich wohlbehalten angekommen ist. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ein systemübergreifender Datentransfer erst gut aussieht, hinterher aber nur noch Gulasch übrig ist. NCOM schmeißt standardmäßig seine Downloads ins RAM. Man sollte die Dateien also unbedingt vor dem nächsten Neustart sichern. Nu gucke! Ein Mustang in voller Ausdehnung und ihr könnt mir glauben, ich habe keinen Golf abgeschickt. Nee, es war wirklich dieses Bild. Man kann also mit einer simplen Terminal-Verbindung Dateien austauschen. Der Amiga Explorer macht sich zum Beispiel diese Tatsache zunutze, bringt aber mit seiner GUI freilich noch ein ordentliches Plus an Bedienerfreundlichkeit mit. Krasser Minuspunkt ist natürlich die Geschwindigkeit. Da macht so ein Dateitransfer nicht wirklich Spaß. Aber apropos Spaß, ich habe vorhin von Spielen gesprochen. Schmeißen wir unseren PC mal wieder raus und schließen stattdessen einen anderen Amiga an. Zum Beispiel diesen 4000er hier. Man mag mich jetzt dafür steinigen, aber ein anderes Nullmodem-Spiel als Alien Breed 3D hatte ich gerade nicht zur Hand und zu Demonstrationszwecken soll es genügen. Bei Nullmodem oder Modemverbindungen gibt es immer einen Spieler, der das Spiel eröffnet, sozusagen der Master, bleibt dann nur noch der Slave, welcher sich in das laufende Spiel einklingt. Natürlich müssen für den Spielbetrieb ebenfalls die Verbindungseinstellungen beider Rechner identisch sein, sonst wird's nix. Dann kann es auch schon losgehen, wie wir sehen, ohne irgendwelche Verzögerungen im Spielgeschehen. Yes! Sinnlose Gewalt ohne Ende! Nur leider auch ohne jeden Sinn. Ich sitze hier alleine und versuche einen Ego-Shooter gegen mich selbst zu spielen. Schizophren bin ich ja, ja? Aber irgendwie, vorsichtig ausgedrückt, komplett hirnverbrannt. Nee, also, für gepflegtes Geballer in trauter Zweisamkeit braucht man einen echten Gegenspieler. Und der sitzt, in meinem Falle, irgendwo hinter Erfurt. Nur ein so langes Nullmodemkabel habe ich nicht. Für die Datenübertragung auf weite Entfernung benutzen wir heute das Internet, weil es praktisch überall ist mittlerweile. Früher musste man auf etwas zurückgreifen, was nahezu jeder hatte, und das war ein analoger Telefonanschluss. Natürlich war dieser in erster Linie zur Übertragung des gesprochenen Wortes gedacht, DFÜ kam erst später, so gegen Ende der 80er Jahre.
Demzufolge musste sich diese Übertragungstechnik an die vorhandenen Gegebenheiten anpassen. Dabei kam das Modem heraus. Es wandelt die digitalen Daten der seriellen Schnittstelle von Computer A um in hörbare analoge Töne, welche über die Telefonleitung übertragen werden. Am anderen Ende gibt es auch ein Modem, welches aus den analogen Tönen wieder digitale Informationen macht und diese dem Computer B an seine serielle Schnittstelle liefert. Das Ganze funktioniert natürlich in beide Richtungen, genauso wie bei der Null-Modem-Verbindung. Modem ist ein Kunstwort aus Modulation und Demodulation. Diese beiden Begriffe beschreiben genau das, was ein Modem macht. Es moduliert die zu übertragenden Daten auf einen analogen, hörbaren Träger und es demoduliert eben diese Töne wieder zu verwertbaren digitalen Daten. Kleiner Exkurs. Das Prinzip der hörbaren Daten beherrschte eine ganze Zeit lang die Welt der Homecomputer. Auf einer solchen Kompaktkassette hier kann man beispielsweise mit einem Datacorder von Atari oder der sogenannten Datasette am C64 Programme speichern und laden. Auch unsere sozialistischen Nachbarn setzten damals bei ihren Robotron-Kleincomputern auf die Kassette als Speichermedium. Der Urvater aller Homecomputer, der Commodore PET 2001, hatte ein Kassettenlaufwerk fest eingebaut. Dieses Konzept wurde später von anderen Herstellern übernommen, etwa von Amstrad Schneider und Sinclair. Vorteil der Kassette war der Preis. Man konnte handelsübliche Musikkassetten dafür verwenden. Disketten und Diskettenlaufwerke waren damals noch höllisch teuer. Nachteil der Kassette, ganz klar, die Lese-Schreibgeschwindigkeit. Nach dem obligatorischen Press Play on Tape konnte man meistens nochmal aufs Klo gehen, sich eine frische Cola holen und was zum Knabbern, bevor das gewünschte Spiel dann endlich irgendwann mal fertig geladen war. Auch hat die Kassette keinen wahlfreien Zugriff. Man muss also immer erst zu einer bestimmten Stelle des Bandes spulen, um das gewünschte Programm laden zu können. Legt man so eine Datenkassette in einen normalen Kassettenrekorder ein, hört sich das Ganze so an. Die Tatsache, dass Daten auf diese Art und Weise gespeichert werden können, machten sich damals Wolfgang Back, Wolfgang Rudolf und Ulrich Rode vom WDR Computerclub zunutze. Sie verwendeten Teile ihrer Sendezeit, um auf der Audiospur des Fernsehsignals Basicode-Programme für Homecomputer auszustrahlen. Man kann sagen, dass diese Methode, genannt AudioDAT, die erste unidirektionale Möglichkeit zum Massendownload in Deutschland darstellt. Der User zu Hause brauchte nur sein Aufnahmegerät, meistens ein einfacher Kassettenrekorder, mit dem Mikrofon an den Fernseher zu bringen, Record zu drücken und schon bekam er das Programm auf seine eigene Kassette überspielt. Freilich, eine Funktionsgarantie gab es hierfür nicht. Datenübertragung per Audio war und ist sehr störanfällig. Auf geht's. Und damit kommen wir zurück zu unserem Modem. Die meisten klassischen Modems sind als externe Geräte aufgebaut und haben folgende Anschlüsse. Einmal die Line, also den Anschluss für das Telefonkabel. Ja, liebe Leute hier, das ist ein Cliffhanger. Die nächste Folge zum Thema Modem und DFÜ kommt erst irgendwann demnächst. Der Grund dafür ist, dass meine Thüringer Gegenstelle, der gute Ritti, und ich es bis jetzt nicht hinbekommen haben, eine stabile Verbindung zwischen unseren Computern aufzubauen. Hauptproblem ist hier ausgerechnet die liebe neue Technik namens Voice over IP.
Klassische Modems haben nämlich heftigste Probleme damit. Es gibt aber Hoffnung, dass es demnächst funktioniert und wir etwas Herzeigbares produzieren können. Ich könnte zwar auch hier lokal über die Telefonanlage eine Verbindung aufbauen, nur ihr habt vorhin bei Alien Breed 3D schon gesehen, dass das herzlich blödsinnig ist. Einstweil bleibt mir zu sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Adele, ciao und bye bye, euer Mick. Scheiße, Herbert. Yes. Im Zusammenhang darüber sehen wir jetzt 1:1, was Download die angebotene Datei. Wäre ja nicht das erste Mal, dass eine systemübergreifende Datentransfer erst gut aussieht. Himmelarschloch!